Und hier ein ganz ein toller Beitrag zum Thema Menschsein, zum Thema Behindertsein. Aus meiner Sicht gibt es keine Nichtbehinderten. Es gibt scheinbar Extrembehinderte, die völlig eingeschränkt sind in ihrem Verhaltensmuster im Vergleich zu den scheinbar Unbehinderten. Doch wenn ich mir jeden Menschen so anschaue, ist er auf seine Form beschränkt und dadurch behindert, so zu sein, wie er ist. Einfach ein behinderter Mensch. Ein Mensch, so wie er aussieht, so wie er spricht, so wie er sich bewegt, mit all seinen Wünschen, Sehnsucht, Süchten und Hoffnungen. Ausgeliefert, kämpfend oder cool. Selbst der coolste Mensch ist behindert in seiner Coolheit, cool zu sein. Was für ein Beitrag. Ich trage nichts bei, ich nehme nichts weg. Ich als Behinderter unter allen anderen Behinderten kann es auch nur falsch machen. Doch das Falschmachen macht nichts. Denn es geht immer weiter und weiter und weiter. Und alles wird vergessen, was vor so und so vielen Jahren war, weil es keinen mehr gibt, der sich daran erinnern kann. Also, frohes Behindertsein oder frohes frohes Kaschieren der Behinderung. Frohes Glauben, nicht behindert zu sein oder einfach sein, ohne eine Idee, einer zu sein, jenseits oder und vor der persönlichen Verwicklung und dann wieder total drinnen in der Behinderung. Auf Wiederhören und Wundersehen. Danke. Danke. Ich gehe danken. Geh. Danke.